today. Ich bin Vanessa Harbeck, bin 43 Jahre alt, komme aus Argentinien, Buenos Aires, bin nach Berlin in 2017 umgezogen, weil ich habe auch deutsche Wurzeln. Meine Großeltern, väterlichs, waren auf Deutschland und ich bin Musikerin, Künstlerin, Komponistin, Sängerin, Gitarristin und Trompeterin und auch Malerin. News. Als ich 6 Jahre alt war, habe ich mit Klavier angefangen zu spielen, weil mein Vater Klavier spielt und zu Hause immer Musik die Stimmung war. Und das war mein Anfang mit Musik. Und als ich 11 Jahre alt war, habe ich eine Platte von meinem Vater, die da zu Hause stand, Eric Clapton, Slow Hand. Und dann war ich mit Blues und mit Gitarre verliebt. Und dann fängt an mit Gitarre zu spielen. Und eine Anekdote ist, dass als mein 50-jährigen Geburtstag, mein Vater hat mir gesagt, möchtest du eine große Party, das ist Tradition in Argentinien, oder möchtest du eine Gitarre zum Geschenk haben? Und ich habe gesagt, eine Gitarre. Und diese Gitarre ist die Strato, die jetzt immer mit mir ist und ist wie ein Part meines Körpers. Sie begleitet jetzt seit 28 Jahren on the road und ich liebe diese Gitarre und ist meine erste Gitarre zu spielen. Ich hatte immer die Idee, nach Deutschland umzuziehen, weil ich habe in Argentinien in einer deutschen Schule studiert, Deutsch gelernt und ich kannte die deutsche Tradition, ja. Jeden Samstag, als ich meine Großeltern besuchen habe, haben wir auf Deutsch geredet. Aber als sie verstorben sind, dann haben wir nicht mehr Deutsch und ich habe viel vergessen. Mein Traum war immer von Musik leben und Touren und dass ich meine Lieder die ganze Welt vorstellen konnte. Und in Argentinien war es sehr schwer, um Musik zu leben. Da war ich Musiklehrerin. Zum Beispiel einmal, dass ich in ein Festival in Ecuador gespielt habe, habe ich nach meiner Arbeit sofort nach Flughafen und das war ein Freitag, am Samstag in Quito gespielt und am Montag gelandet und sofort nach meiner Arbeit zur Schule und ohne zu schlafen, aber ich habe alles das gerne gemacht, weil ich liebe Musik. Ich möchte nach vorne mit Musik zu gehen. Und ja, deswegen habe ich entschieden, mich nach Deutschland zu ziehen, um meine Karriere zu entwickeln. Ein anderer Grund, dass ich nach Berlin gezogen bin, ist, dass in Argentinien war es sehr schwer für mich als Frau, nach dem Gipfel nach Hause zu fahren. Ich musste unbedingt ein Taxi nehmen und ein bekanntes Taxi, weil diese ganz viel Gewalt, Unsicherheit und das war sehr Stress. Du kannst nicht auf der Straße mit deinem Instrument laufen. Ich kann mich erinnern an eine ganz schlimme Situation als Frau, als ich nach Hause von einem Konzert gefahren habe. Da waren Männer, die mir auf mich gewartet haben und als ich vom Taxi und in mein Haus drinnen, dann haben mir eine Pistole und das war so schlimm. Und das habe ich mehrere Mal erlebt und das ist einer der Gründe, dass ich mich nach Argentinien umgezogen möchte und bin hier nach Deutschland gekommen bin. Visiones ist ein Album, das mir ganz gut repräsentiert. Ich habe da versucht, alle meine Kunst zu bringen. Ich bin Komponistin, Musikerin und Malerin und ich habe alles zusammen in diese Platte dargestellt. Und
auch die Texte. Ich habe halbes in Englisch geschrieben und die andere in Spanisch. Und die Lieder erzählen über Erfahrungen, Leidenschaft, Emotionen, meine Träume, wie ich als Immigrantin hier mich fühle. Zum Beispiel das Lied "Ich extraño Buenos Aires", ich vermisse Buenos Aires. Die habe ich hier in Deutschland geschrieben, als ich von Buenos Aires nach Berlin umgezogen bin. Und dieses Lied erzählt, ist wie autobiografisch meine ganze Geschichte. Wie schwer war für mich, die Entscheidung zu treffen, nach Deutschland umzuziehen. Und für jedes Lied habe ich ein Bild gemalt. Und da wird in die Booklet von der CD meine Repräsentierung von jedes Lied. Wir haben uns entschieden, die Veröffentlichung von Visiones im Januar 2022 zu machen, aufgrund der Pandemie, weil in dieses Jahr nicht los war und keine richtige Tour, und wir möchten das Album mit einer richtigen Tour präsentieren und überall in der Welt zu touren, und ich hoffe auch, eine Tour in meiner Heimat und mein Album da zu präsentieren.